Ihren Klang kennt fast jeder im Land. Sie ist die zweitgrößte Glocke Europas und das größte Friedenssymbol Österreichs, die Pommerin. Die ursprüngliche Glocke wird 1945 beim großen Brand im Stephansdom zerstört. 6 Jahre später wird sie in der Glockengießerei St. Florian in Oberösterreich neu gegossen. Aus den Trümmern der alten Pommerin. Am 26. April 1952 wird die neue Glocke von Linz nach Wien gebracht. Begleitet wird der Konvoi vom tobenden Jubel der Bevölkerung. Und das kann ich mir heute noch erinnern, das ist ganz genau, dass die gekommen ist, das habe ich noch nicht gesehen, da war ein Riesenlärm. Die kamen da vom Westen, also eben von Schönbrunn herein und fuhren uns vorbei. Und das weiß ich noch ganz genau, die Pommerin stand auf dem Tieflader, die war nämlich neu schön geglänzt und hat einen Blumenkranz gehabt rundherum und die Leute haben Blumen auf sie geworfen. Ja? Also das war an sich sehr schön. Nicht? Auf ihrer Reise muss die Pommerin auch mehrere Besatzungszonen durchqueren. Das ist heute noch für mich ein Gänsehauteffekt, dass da an der Enzbrücke, ja, also Zonengrenze, das sind ja lauter Dinge, die wir jetzt wieder erleben, furchtbar, dass da an der Enzgrenze die Soldaten, die Pommerin, also für die Pommerin hat sich der Schrank der Zone geöffnet. Und die Soldaten, auch die sowjetischen, haben vor der Pommerin salutiert. In Wien angekommen wird die neue Glocke von Kardinal Theodor Innitzer geweiht. Der Königin von Österreich, damit durch ihre mächtige Fürbitte Friede sei in Freiheit. Einen Tag später wird sie im Zuge der feierlichen Wiedereröffnung des Doms das erste Mal angeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt steht die ca. 21 Tonnen schwere Pommerin noch fest am Boden vor St. Stephan. Die stand dort und wurde angeschlagen. Und sie wurde 50 Mal angeschlagen. Und wie der letzte Schlag verklungen war von unserer Pommerin, haben in Rom die Glocken von St. Peter geantwortet. Das ist mit Radio Vatikan. Es hat irgendwie funktioniert. Dann sind irgendwann 2000 Brieftauben in die Höhe geflogen. Also es war wirklich ein unglaubliches Ereignis. Dann hat der Dompfarrer Dorr, und das ist, glaube ich, auch bemerkenswert für heute, Folgendes gesagt. Wir schlagen die Pommerin an für alle, die noch keinen Frieden finden, für die Kriegsgefangenen, für die Verfolgten und Heimatvertriebenen, für die im Krieg Gefallenen und für den Frieden in der Heimat und in der ganzen Welt. Friede sei erst geläutet, so war das. Friede sei erst geläutet, das hat der Dompfarrer Dorr gesagt. Und dann hat die Pommerin geläutet.